Ja, herzlich willkommen zurück hier bei mir im Airbus-Cockpit eines A320. Ich habe ja versprochen, dass ich nochmal einige Details vorstelle und heute mal besonders auf das Thema Beleuchtung, indirekte Beleuchtung eingehe und auch auf eine kleine Entwicklung, die ich hier bei mir im Airbus eingebaut habe und die ich hoffe, die hier gleich auch in dem Bild ganz gut rüberkommt. Ich habe mich mal ganz frech hier auf die 07 am Flughafen Münster-Osnabrück gestellt und versuche einfach mal das Thema Innenbeleuchtung noch mal ein bisschen genauer darzustellen. Wie ihr im Moment seht, sind hier oben, oder ihr könnt es zumindest erkennen, weil ich bin relativ hell, sind die Dome Lights eingeschaltet. Das sind die beiden Leuchten, die sich oben in der Decke des Cockpits befinden, für die Beleuchtung, die man in mehreren Stufen schalten kann. Ich habe sie hier nur in einer Stufe geschaltet, also ein und aus. Wenn ich sie jetzt ausschalte, seht ihr mich kaum noch, aber ziemlich gut wahrscheinlich noch das Cockpit. Ich schalte es mal lieber wieder ein, ist ein bisschen arg dunkel. Das ist normal eine klassische Funktion, die dürfte jeder, der so in der Form das Cockpit schon mal aufgebaut hat und in der Phase es haben. Dann haben wir natürlich noch die Hintergrundbeleuchtung vom Overhead. Das sieht man jetzt hier nicht so gut, weil ich gleich mehr hier auf den Bereich im Main Instrument Panel kommen will. Hier unten auf dem Center Pedestal ist, sobald die Stromversorgung gewährleistet ist, die habe ich jetzt hier im Airbus mal eingeschaltet, also werden jetzt hier im Moment mit externem Strom versorgt, was es auf der Landebahn nicht gibt, aber bitte nehmt es mir nicht übel, ich habe das jetzt mal so für das Video nur dargestellt, haben wir hier im Center Pedestal natürlich immer noch die Möglichkeit der Beleuchtung im Main Instrument Panel. Ich schalte noch mal die Dome Lights aus, vielleicht kann man das dann besser erkennen. Das ist hier die Hintergrundbeleuchtung des Main Instrument Panels und ich habe noch das Floodlight. Das ist im Prinzip die Beleuchtung, die sich in dieser Hälfte befindet, die hier aus dem Glare Shield aus zwei Öffnungen heraus runterstrahlt und das kann man sich hier auch sehr schön, so wie man das gerade braucht, einstellen. Was aber noch viel besser kommt, sind sogenannte Reading Lights. Die habe ich bisher noch nicht so häufig gesehen und ich habe einfach mal probiert, welche hier für mein Cockpit zu erstellen. Die Reading Lights befinden sich auf der Captain Side und auf der First Officer Side unterhalb des Glare Shields in der Mitte der Sitzposition, also so etwa in Kniehöhe. Und das sieht dann in der Funktion so aus. Hier könnt ihr es mal erkennen. Ich habe es jetzt hier mal, das sind also wirklich dann hier so Leselichter. Und die gibt es natürlich auch auf der First Officer Side genauso. Und wenn man das andere dann so ein bisschen runterdimmt, dann seht ihr schon, hat das eigentlich einen ganz, ganz tollen Effekt. Das ist auch anschaltemäßig relativ einfach zu realisieren. Dazu mache ich mal wieder das Licht an und schalte die Reading Lights mal wieder, obwohl ich kann sie anlassen. Sie sehen im Prinzip so aus. Ich hoffe, man kann das halbwegs gut erkennen. Das sind die Reading Lights, die hier in der Mitte hier SMD-LEDs haben, in der Farbe Amber, also eine Mischung zwischen Orange und Gelb, so wie eigentlich auch die ganzen Ziffern und auch hier das Center Pedestal aufgebaut ist. Es ist dann hier drauf ein Klarglas von 2 mm und wird halt gehalten hier durch so zwei Edelstahlschrauben. Das Ganze kommt von unten im Prinzip so hier drunter. Hier habe ich dann noch ein Kabel dran, das ist jetzt hier relativ lang, ich glaube, so lang muss es gar nicht sein. Und damit man das für jede Seite getrennt einzeln einstellen kann, habe ich hier so eine Elektronik. Das ist im Prinzip ein Dimmer für LED. Dort hat man die Möglichkeit, die 12 Volt Spannungsversorgung, die in jedem Home Cockpit wahrscheinlich vorhanden ist, auf den Eingang schaltet und dann über dieses Poti stufenlos diesen Dimmer, wie gerade hier auch, einstellen kann. Dazu gibt es halt so einen Airbus-typischen Dimmer-Knob oder ja, da hier auch schon für die Beleuchtung und Hintergrundeinstellung hier von der FCU vorhanden ist. So ein typischer Airbus-Style-Knob mit diesen Riffeln. Und der ist dann hier einfach aufgesteckt, wird hier im Glare Shield entsprechend verbaut.
die Elektronik verschwindet hier unter der FCU, wird an 12 Volt angeschaltet und so hat man, wie ich finde, ein relativ einfach zu realisieren das Reading Light, aber mit einer ganz tollen Haptik, was man auch nochmal deutlich macht, wenn man es nochmal runterschaltet. Ihr seht vielleicht hier, das ist ein eher helles Weiß, das ist also noch die Urversion, die ich bei mir verbaut habe. Ich habe mal eine Kleinserie aufgelegt und werde bei mir sicherlich auch noch diese hier verbauen. Das ist wirklich sehr, sehr kräftige amberfarbene SND-LEDs, die auch nicht warm werden und die auch nur 150, 200 mA Strom je Seite besorgen. Also das schafft jedes Netzteil, was ihr hier wahrscheinlich sowieso standardmäßig verbaut habt, spielend. Man kann die noch weiter einsetzen, dann braucht man allerdings auch die Elektronik nicht mehr. Und zwar habt ihr vorne hier in den Außenpanels ja die Schalterkonsole Floor. Ich habe sie selber noch nicht realisiert, weil bei mir gibt es schlichtweg noch in diesem Bereich Konsole Floor noch nicht. Das ist der Bereich hinter der Sidestick Area. Da sind wir etwa in Höhe der jeweiligen Sitze, an eurer Hüftposition, wenn man es mal so genau sagen will. Und dort unter kann man diese also auch montieren. Auch mit der, natürlich mit der nach unten strahlen, dass der Bereich vor der Sidestick Area hier mit Konsole Floor gekennzeichnet, auch entsprechend mit so einem ambiente Licht ein- und ausschalten kann. Das ist im Airbus nicht als regelbar vorgesehen, also da muss man nicht stufenlos regeln, man braucht also die Elektronik nicht, man braucht im Prinzip nur dieses Licht und kann halt hier durchaus auch überlegen, ob man das hier in der Schaltposition mit zwei Stufen schaltet. Es gibt nämlich halt Dim und Bright, also da habe ich jetzt noch keine Überlegung, wie ich das technisch nachher realisiere, dass man also eine Mittelstufe hat wie Dim und dann auf Bright geht. Da müsste eigentlich auch nur ein ganz einfacher Vorwiderstand reichen, um halt wirklich nicht 12 Volt, sondern nur 10 oder 8 Volt anliegen zu lassen, dass die LEDs nicht ganz so hell leuchten. Zu viel Spannung darf man auch nicht wegnehmen, weil die LEDs ja eine gewisse Spannung benötigen, um überhaupt anfangen zu leuchten. Da muss ich mal ausmessen, ab welcher Spannung die durchschalten und dann auch ein vernünftiges Licht abgeben. Also auch das kann man prima da einfach drunter bauen. Und so hat man eigentlich dann, wenn man das an diesen beiden Punkten realisiert hat und wie ich eh schon das normale Dome Light und eben die gesamte Hintergrundbeleuchtung und hier auch Flood Light und Integration Light realisiert hat, das ist schon toll. Also das macht schon eine Menge aus in der Haptik und macht die Simulation, wie ich finde, noch ein bisschen perfekter. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in eure Kommentare. Über einen Daumen hoch und ein Abo hier im Kanal würde ich mich freuen. Und beim nächsten Mal gibt es dann neue Infos hier zum Ausbau des Cockpits. Also viele Grüße und guten Flug.